Es ist so, dass Menschen unter natürlicher Umgebung, quasi Steinzeitumgebung oder arme Kinder, die unter tropischer Sonne rumlaufen, die haben dann Vitaminspiegel von 80, 90, 100. Und wenn wir die mit einem Hemd, einer Hose und einer Schule beschenken, dann gehen die Spiegel runter auf 40, 30 und die ganzen Krankheiten stellen sich ein. Also eine gängige Empfehlung von Therapeuten, die sich mit Vitamin D befasst haben, ist dann oft, ja, nehmen Sie dann einmal pro Woche 20.000. Und ich sage mal, okay, das ist so, als wäre ich Strafgefangener und dürfte einmal in der Woche 15 Minuten über den Gefängnishof laufen. Und da muss ich allerdings Glück haben, dass noch Sonne scheint. Und man kann diese Sache perfekt steuern über diesen Vitamin-D-Simulator, den ich entwickelt habe. Da meldet man sich an. Da kann man seine eigene Entwicklung sehen. Und ich sag mal, die Menschen sind verschieden, auch verschieden gebaut, auch vom Vitamin-D-Rezeptor unterschiedlich. Also, es heißt ja manchmal, ja, wir in der Familie, alle Krebs. Tante an Darmkrebs, Mutter Hirntumor, der Bruder hat eine Leukämie und so geht das dann weiter. Wir sind dermaßen belagert und ich kann mich diesem Schicksal nicht entziehen und ich sage doch, dieses Familienerbe können Sie ausschlagen, indem Sie einfach erkennen, dass Sie in Ihrer Familie offenbar ererbt haben, einen Rezeptor, der das Vitamin D zwar annimmt, aber sehr schnell wieder loslässt. Und indem man diesen Vitamin D-Spiegel erhöht, also ganz viel Vitamin D in die Umlaufbahn bringt, also von einem Deutschland-Sommerwert von 35 mal auf 65, 75, 85 geht, können wir das Familienerbe überwinden. Und das ist ja auch diese Erfahrung, wenn einer in der Familie gesagt hat, ich halte es hier nicht mehr aus. Ich werde Hippie am Strand von Ibiza oder sonst wo und liege dann da in der Sonne. Der hat da nicht dieses Familienschicksal. Also wir können uns entweder durch Aussteigen, durch Lottogewinn oder durch einen Vitamin-D-Spiegel solchem Schicksal entziehen. Auch diese Neurodermitis, die ja sich im Urlaub dann immer bessert, oder die Psoriasis, da sollten wir dann ordentliche Spiegel haben. Meiner ist ungefähr 100. Ja, das ist auch keine Gefahr. 100 plus minus 20 spielt keine Rolle. Über die Gefahren habe ich jetzt sehr viel in der Vitamin D-Zeitung geschrieben, dass die eben oft inszeniert sind. Wir haben hier ein einfaches und natürliches Mittel. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass die Konkurrenz, die andere Sachen verkaufen will, dann dagegen stänkert. Das ist im Vitamin D-Mobbing aufgeführt. Genau, ich habe ja dir auch schon mal berichtet hier von der Türkei. Hier läuft ständig irgendwie Werbung für Vitamin D, auch im Radio. Ich höre das dann immer nur so, da, 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 Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D. Es ist auch wirklich so, dass die Leute hier halt nicht mit freiem Oberkörper rumlaufen und gerade viele Frauen natürlich auch mehr bedeckt sind. Ja, manche tragen auch ein Kopftuch, nicht viele hier, aber manche schon. Ja, und die gehen dann auch manchmal in den Pool mit irgendwie mehr Kleidung an und die haben natürlich keinen guten Vitamin D-Spiegel. Mir wurde berichtet von Muslimen. Früher war es so, es gab Sonnenhöfe, als sie noch Platz hatten, zwischen den Häusern, wo die Frauen und alle Leute quasi überhaupt nicht bekleidet sich sonnen konnten, um da gesund zu sein. Und das ist in unserer industrialisierten Welt halt nicht mehr möglich. Ja? Und deswegen klären die hier auf. Die haben auch dieses Medikament, was ich mal hier gekauft habe, diese Kapseln mit 20.000, die Packungsbeilage aktualisiert. Wenn man im Internet guckt, findet man noch ähnliche Empfehlungen wie in Deutschland. Ja, nicht so viel nehmen, einmal die Woche. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wer einen Mangel hat, der muss ganz viel nehmen. Also 4.000 kann eigentlich jeder nehmen. Also sie haben das angepasst die letzten Jahre, weil sie gemerkt haben, wie wichtig das ist. Vitamini D-Eksiklik, ja, das kann ich auch schon auf Türkisch sagen. Und das wird auch gerne angenommen. Das haben also viele verstanden, auch NTV Türkiye. Werden auch richtig Berichte gemacht, wie wichtig das ist. Und ich meine, Türkei ist da für uns in Deutschland Vorbild. Zwar Deutschland hat es entwickelt, aber Türkei hat es viel besser gemacht. Die haben also eine objektive Informationsstrategie und da gibt es auch nicht diese Desinformation. Und wir sitzen hier in Deutschland in einer Kapsel, wo wir einer Desinformation ausgesetzt sind, wo auch Ranga Yogeshwar und die verschiedenen Magazine im Grunde nur darüber berichten, ja, das sind ganz böse Leute, die wollen, dass du 7 € ausgibst für eine Vitaminpackung. Das ist ja ruinös. Da musst du vor bewahrt werden, ja. Und dann wird gesagt, ja, Vitamin D kann das und das machen. Also ich sag mal, 60.000 Todesfälle im Rahmen von irgendwelchen Medikamenten, das wollen wir hier überhaupt nicht diskutieren. Ja, das kann man woanders nachlesen. Es gibt keinen einzigen Todesfall durch Vitamin D. Aber umgekehrt habe ich mit meiner Studie zusammen mit Professor
Ringe und William Grant aus San Francisco, ist auch publiziert von Helden R bei PubMed eingeben, dass eben die Sterblichkeit mit schwindenden Vitamin-D-Spiegeln zusammenhängt. Da können wir für Deutschland ausrechnen, also wir haben mindestens 20.000 Todesfälle jedes Jahr unnötig durch Krebserkrankungen und anderes. Wenn der Vitaminspiegel unter 40, 30, 20 geht, da ist eine große Gefahr. Und wenn wir nach oben gehen, da sind keine Todesfälle. Wir haben ein perfektes Überwachungssystem für alle Vitamine, die so frei verkäuflich sind in den USA. Ein zentrales Melderegister für die 250 Millionen Bürger, die überall die 20 und 50.000er Vitamin D kaufen können. Kein einziger Todesfall, ja. Da wird eine Gefahr inszeniert, die dazu dienen soll, im Rahmen dieser Desinformation die Menschen dazu zu bringen, Vitamin D zu schwach zu dosieren. An dieser Stelle möchte ich euch die hochwertigen und sehr hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel der Firma Plantrition vorstellen. Dort gibt es unter anderem die 3K2-Tropfen und Magnesiumkapseln, eine ganze Palette von veganen Nahrungsergänzungsmitteln. Und mit dem Code ROHE5 bekommt ihr auf der Webseite im Shop von Plantrition.de 5% Rabatt. Viel Spaß beim Shoppen!